Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Mods, wobei, um ehrlich zu sein, es sich heute nicht wirklich um eine GTA 5 Mod handelt, sondern eher um, ja, eine kleine Showcase mit einer Mod, und zwar wieder mit dem Simple Native Trainer und dem geupdateten Script Hook. Das geht jetzt auch mit dem neuen GTA 5 Patch, mit dem Ill-Gotten Gains Update. Habe ich lange Zeit nicht gerafft, weil ich hatte das Update aber nicht gefunden, bis einer mal einen Link geschickt hat. Danke an den netten Zuschauer, der einen Link geschickt hat. Das ist sehr hilfreich. Und ja, jetzt kann ich aber endlich wieder GTA 5 spielen und habe auch wieder mein Simple Native Trainer funktioniert. Und ja, ich will nicht zu lange reden. Heute stellen wir, wie gesagt, keine neue Mod vor, sondern wir machen eine Showcase von den neuen Fahrzeugen im Ill-Gotten Gains Update, und ich denke mal, das ist vielleicht auch ganz interessant. Sowas will ich, wenn es euch gefällt, werde ich sowas häufiger machen. Diesmal ist es natürlich leider ein bisschen spät, aber mal sehen. Gräser und Transport, Legendary Motorsport, das haben wir natürlich in Adder auf einem neuen Titelbild. Und wir haben insgesamt vier neue Fahrzeuge in diesem Update. Und die werden wir auch heute tunen. Einfach den Picasso Zeros, den Benefactor Sterling GT, den Albany Virgo und den NS Windsor. Und jedenfalls, wir fangen gleich natürlich mal an mit dem Pegasi Osiris, der hier eigentlich auch schon ziemlich cool aussieht, wie ich finde. Keine Musik, danke. Und ja, ich weiß, ich kann es auch schon, aber ich spiele auch so, und da will ich eine Musik habe, natürlich mal ins Menü gehen. So, ich habe mir extra natürlich ein bisschen Geld geholt, damit wir das auch alles spielen können. Ich hätte es auch vorher gemacht, hätte ich Geld in-game gehabt, aber ich hatte jetzt keins, deshalb brauchte ich den Simple Native Trainer, und deshalb haben wir jetzt hier, wie viel haben wir? 20,4 Millionen. Jedenfalls, wir Panzerung haben wir natürlich 80%, Bremsen können wir gleich upgraden, das ist ja nicht so wichtig. Und ja, Stoßstangen haben wir hier, serienmäßige Frontstoßstange, Rennsplitter in Premierfarbe, sieht schon mal sexy aus, Rennsplitter in Sekundärfarbe, weiß nicht, was sieht denn besser aus, ich glaube, das sieht besser aus, Carbon-Rennsplitter, Straßensplitter in Premierfarbe, Straßensplitter in Sekundärfarbe. Dann gehen wir mal auf den Straßensplitter in Sekundärfarbe. Aber wir haben noch Carbonstraßensplitter. Da, so. Das ist dann serienmäßige Heckstoßstange und natürlich mit dem Rennen Heckdiffuser, den wir natürlich haben. Motor können wir upgraden. Ich habe noch nicht alles frei, also wundere ich nicht. Dann serienmäßiger Auspuff haben wir ovalen Auspuff, den Rennenauspuff und den Chromauspuff. Und dann nehmen wir den Chromauspuff, der sieht aber schick aus. Kotflügel, serienmäßige Kotflügel oder die Rennkotflügel. Das sind kleine Klappen. Ich weiß, es sind keine Klappen, ich nenne jetzt Klappen. Natürlich das. Hub können wir lassen. Scheinwerfer, schnell auf Xenos upgraden. Hier machen wir keine an Neonfarben hin. Nummernschild machen wir, wenn wir Farben haben. Lackierung Premier. Wie sieht es eigentlich Chrom aus? Und die zweite Farbe ist. Okay. Mal sehen, was kann man denn daraus machen? Ich werde nicht zu lange mit Farben verwenden, deswegen garantiere ich euch jetzt nicht, dass es wunderschön aussehen wird. Wir wollen keine Standard-Matt-Schwarz. Auch wenn er da ziemlich gut eigentlich aussieht. Vielleicht irgendeinen Metallic. Nein, Metalle nicht, aber können wir uns auch mal angucken. Sieht im gebürsteten Stahl, sieht eigentlich ganz gut aus. Und im gebürsteten schwarzen Stahl. Nehmen wir uns mal ein Metallic Rot, würde ich sagen. Vielleicht ein Torino Red oder so. Ja, Torino Rot sieht sehr gut aus auf dem, muss ich sagen. Torino Rot. Perl Effect. Was nehmen wir noch? Hier kommt das. Das ist genau das, was wir hatten. Um ehrlich zu sein, sieht er eigentlich ganz gut aus, so. So. Ja, bleiben wir bei den Torino Red. Sekundärfarbe könnten wir Chrom machen, aber nein, das sieht scheiße aus. Wie sieht das aus? Mattschwarz sieht hier schön aus. Ich mache jetzt nichts zu aufwendiges, weil ich will hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich weiß nicht, ob wir das alles noch durchschaffen. Serienmäßige Seitverkleidung, Rennverkleidung Premierfarbe, Rennverkleidung in Sekundärfarbe oder Carbon-Rennkleidung. Premierfarbe sieht gut aus, Sekundärfarbe sieht gut aus. Heck, Carbon ist eigentlich nicht so gut, das finde ich. Also Sekundärfarbe, Spoiler. Keiner Rennflügel oder GT-Flügel. Nehmen wir den Rennflügel, GT-Flügel sieht man doch nicht so gut aus. Turbo nimmt natürlich alles. Reifen. Oh, ich hasse sowas immer. Dass es so viele gibt. Oh, Inferno sieht bei dem super aus, muss ich sagen. Die sehen aber auch ziemlich gut aus. Ja. Low Speed MKV. Also 5. Ich glaube, zu denen greifen wir sogar. Nehmen wir mal. Dann nehmen wir hier, die habe ich leider noch nicht frei. Haben wir unten jetzt die 9? Nee. Last Speed MK5.
Felgenfarbe können wir hier natürlich wollen. Hier schwarz Reifen zu per Tuning Reifen. Finde ich, sieht nicht mal so gut aus. Lassen wir die Wegschüsse hier Reifen. Rote Reifen habe ich leider nicht, nur meinen schwarzen Reifen bekommen. Fenster nehmen wir ein dunkles Rauchglas, das heißt, was ich frei habe. Ich habe nicht alles frei, wie ihr seht. Und, so, ja. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal. Das sieht schön ab. Und er sieht schick aus, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Wir überlassen es bei der Folge heute damit. Und die Idee hatte ich nämlich schon mal. Wenn euch das gefallen hat mit dem Tune, dann würde ich da ein bisschen mehr. Also würde ich das häufiger machen, würde da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, sprich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Und dann können wir, wenn ihr wollt, vielleicht jedes Auto in GTA 5 tunen. Dann mache ich mal ein Showcase zu den neuen natürlich. Und dann könnte das so neben GTA 5 Mods kommen, beziehungsweise ab und zu anstatt GTA 5 Mods, wenn ich gerade keine Zeit dafür habe. Und so. Und ja, also schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, wenn ich hier Autos tune. Und wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall die anderen Autos nochmal tunen. Ich hatte heute leider keine Zeit mehr, noch eine Mod rauszusuchen. Deswegen habe ich das hier gemacht, damit ihr einfach mal wenigstens auch mal wieder GTA 5 habt und wisst, dass ich das noch mache. Und ja. Den habe ich glaube ich nicht gemacht, das stand. So. Oh, erstmal upspeeden, danke. Was ist denn fehlgeschlagen? Tut mir leid, war ganz aus Versehen. Und ja, auf jeden Fall, der Wagen sieht sexy aus, wie ich finde. Hätte ich genug Geld im Online-Modus, würde ich ihn mir auch holen. Und ja, auf jeden Fall. Gut, das sollte es auch dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, abschreiben, ob ihr mehr Tuning wollt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Hau ab. Arschloch. Der zieht nur die Folge in die Länge. Dummer Idiot. Jetzt stehen wir nicht mehr so gut. Jetzt fahrt er bitte weg. Wir wollen kurz Rahmen. Nein, oh, nee, das wollte ich nicht. Nee, jetzt habe ich den wieder weg. Raster können wir mit G wegmachen und da haben wir unser Wagen. Auf jeden Fall. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Link zu Scriptbook findet ihr unten in der Beschreibung. Bis dann.